Bushaltestelle unserer Reise? Ja, das ist Bolesławiec, die Keramikstadt. Es gibt hier viele Sehenswürdigkeiten. Ja, das stimmt. Aber ich bin hungrig. Gehen wir etwas essen? Vielleicht hilft uns das Mädchen. Entschuldigung, sprichst du Deutsch? Ja, natürlich. Wo befindet sich in der Nähe gutes Restaurant? Klar, aber mit dem Taxi ist viel schneller. Sagt dem Taxifahrer Piwnica Paryska. Dankeschön. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Menü bitte und zwei Teetassen. Ja, nehmen Sie den Platz. Danke. Dankeschön. Bitte. Sie wünschen? Wir möchten vielleicht Spezialitäten polnischer Küche. Wir haben Schabowe mit Kartoffeln und Sauerkraut. Melasu und Żywek. Gut, wir nehmen Schabowy und Rosół. Danke, kommt gleich. Ah, guten Tag, ich habe gehört, Sie sind aus Deutschland. Ja, wir kommen aus Deutschland. Aus Hannover. Darf ich mich setzen? Kommen Sie, wir laden ein. Dankeschön. Was machen Sie hier? Ich wohne und lebe in Polen, meine Frau ist Polin und ich finde Polen schön, deswegen lebe ich hier. Warum sind Sie nach Polen umgezogen? Ich habe lange Zeit Urlaub gemacht in Polen und liebe Menschen kennengelernt. Und das Land gefällt mir und die Vorurteile, die gesprochen werden, sind nicht immer wahr. Man muss die Menschen kennenlernen, um sich wohlzufühlen. Darum bin ich hier in Polen. Wie haben Sie Herrn Nowak kennengelernt? Herr Nowak habe ich kennengelernt durch seine Schwester. Weil meine Frau hat mit ihr zusammen Volkstanz in Bolesławiec getanzt. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Wie finden Sie die Stadt Bolesławiec? Finde ich sehr schön. Es gibt hier sehr viele historische Punkte. Zum Beispiel das kleine Theater, das Viadukt. Es gibt sehr schöne, interessante Sachen in Bolesławiec, die man sich angucken kann. Und wie sind Sie zu den Glinoluden gekommen? Wie schon die Frage vorher, Bogdan Nowak habe ich kennengelernt und Herr Nowak ist Künstler. Und er hat mit weltbekannten Leuten zusammengearbeitet, zum Beispiel Marcel Marceau, die Pantomime, hat selber überall auch gearbeitet. Und mir macht es Spaß, mit künstlerischen Menschen zusammenzuarbeiten. Und die Idee, mit Glina sich einzuschmieren, war faszinierend. Er war in Frankreich, er war in England, überall in Chicago mit diesen Glinoludis. Und das hat mich einfach fasziniert und habe ich gesagt, okay, ich helfe Ihnen. Fahren wir nach Berlin und um das alles selber kennenzulernen, lade ich Sie ein, einmal sich selber einzuschmieren in der Manufaktur in Bolesławiec. Ach, Bogdan ist da. Das ist der Vater der Binada und der Lehmparade. Bogdan, würdest du mal bitte kommen? Einen Moment bitte, einen Moment. Donc ça, ça c'est l'argile pure qu'on utilise pour argilada, pour grignada. Avec ça, on va se mettre en personnage magique, personnage. On va passer dans une métamorphose. Et c'est ça qui fait le côté magique de milliers de personnes qui sont peintes en argile. Là, on va se mettre maintenant tout le monde un tout petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne sur la peau de visage.